Die Ortsstelle St. Anton der Rotkreuz-Bezirksstelle Landeck zählt knapp 70 ehrenamtliche Mitarbeiter sowie die zwei Hauptamtlichen Benjamin Falch und Stefan Wirstner. 25 der 70 ehrenamtlichen Mitarbeiter sind zudem in der Bezirksstelle Zams tätig. Die Ortsstelle ist an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag besetzt. Insgesamt wurden im Vorjahr 10.060 ehrenamtliche Stunden geleistet, weiters 1.159 Aus- und Fortbildungsstunden. 1.271 Mal wurden die Rotkreuz-Mitarbeiter zu einem Einsatz gerufen, somit durchschnittlich dreimal täglich, wobei durch den starken Wintertourismus saisonale Schwankungen zu verzeichnen sind. Die Kilometerleistung beläuft sich auf 47.207 gefahrene Kilometer, also mehr als einmal rund um den Globus. Der Ausschuss wurde im Vorjahr neu konstituiert. Neuer Ortsstellenleiter ist Bertram Senn, sein Stellvertreter Jochen Storch, weitere Ausschussmitglieder sind Benjamin Falch, Stefan Wirstner, Patrick Gapp, Katrin Schiederer, Manuel Matt und Klaus Eiter. Der stationierte Rettungstransportwagen dient primär Einsätzen. Sofern kein Krankentransportwagen verfügbar ist, wird auch dieser Dienst von der Rotkreuz-Ortsstelle St. Anton übernommen. Eng zusammengearbeitet wird mit den ortsansässigen Ärzten, die im Ernstfall mit alarmiert werden, da der Notarzt in Zams stationiert ist. Erwähnenswert ist auch die umfassende Ausbildung, der sich Rettungssanitäter unterziehen. 100 Stunden in Form einer Theorie und 160 Stunden Praxisausbildung werden bei der Grundausbildung samt Abschlussprüfung gefordert. Neben den Einsätzen bilden regelmäßige Ambulanzdienste bei diversen Veranstaltungen wie dem Jakobilauf, dem Zeltfest oder dem Weißen Rausch weitere Tätigkeitsfelder. Auch der kameradschaftliche Part darf nicht zu kurz kommen. Einmal im Jahr findet ein Ausflug sowie ein Skitag für alle ehrenamtlichen Helfer statt. Hierzu möchte sich die Rotkreuz-Ortsstelle St. Anton herzlich bei den St. Antoner Betrieben für die Unterstützung bedanken. Die Rotkreuz-Stelle St. Anton ist stets bemüht, Mitglieder aufzunehmen. Interessierte ab 17 Jahren werden gebeten, sich direkt zu melden.